Wir sind auf der EICMA, wir sind bei Speedy und wir wollen uns heute die Neuheiten anschauen. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helmexpress TV begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Heute bei Speedy, heute mit Peter Nehring. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir stehen hier gerade schon bei den Lederkombis. Was gibt's Neues? Was möchtest du uns zeigen? Ja, also im Lederkombi-Bereich hatten wir letztes Jahr relativ offensiv die DP Progressive präsentiert, also ein komplett neues Design, made by Drudi Performance, Aldo Drudi, mit dem wir schon viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Und ich fange deshalb hier an, auch wenn das jetzt nicht das die Neuheit 2023 ist, aber um nochmal zu sehen, von wo wir kommen und was wir zuletzt angeboten haben, auch mit diesem sehr auffälligen sozusagen Speedy DNA mit den großen Schriftzügen und der Farbstellung. Und kommend von dieser Kombi, die wir als Ein- und als Zweiteiler in verschiedenen Farben anbieten, haben wir jetzt neue Solo-Jacken ergänzt und die würde ich hier ganz gerne kurz zeigen. Okay, dann lass uns mal gucken. Also grundsätzlich ist das der gleiche Ansatz wie bei der gerade gesehenen Kombi, nur als alleinstehende Jacke, dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen länger geschnitten als beim Zweiteiler. Absolut richtig. Also es geht eben darum zu sagen, wir haben schon Einteiler und Zweiteiler und natürlich gibt es Märkte wie unter anderem natürlich auch Italien, wo man lieber auf eine Solojacke zurückgreift, ob man die jetzt mit der Jeans trägt oder, Verbindungsreißverschluss ist da, mit einer Lederhose von Speedy entsprechend kombiniert. Das bleibt jedem offen. Aber auf alle Fälle war uns wichtig, dass dieses Design, was sehr gut funktioniert, dass wir das übertragen in Solojacken. Okay. Das heißt also, wir können das hier einfach über einen langen Reißverschluss verbinden. Wie sähe das denn beispielsweise aus? Also wir haben jetzt hier, ich zeige es kurz, natürlich den Verbindungsreißverschluss. Da kann ich natürlich jede Hose, Lederhose passend dann in entsprechenden Farbe kombinieren, wenn ich möchte. Ich kann aber genauso, wenn ich sage, es ist eine coole Jacke in einer coolen Farbstellung, habe ich natürlich meinen Clip. Ich kann es genauso mit einer Jeans entsprechend verbinden, je nachdem wie das Wetter ist, weil dieses Design bzw. diese Farben haben wir, wie ich sagte, schon 1:1 übernommen, sehr auffällig. Aber wir haben eben über die Textilien und über die Belüftungen, die wir hier einsetzen, wirklich noch mehr Funktion sozusagen und Belüftung für den Sommer. Hier auch nochmal, sieht man nochmal ganz gut, hier haben wir auch die Belüftungen hinten drauf und eben ähnlich wie bei den Kombis, sehr offensiv den Speedy-Schriftzug hier sogar in der Zweifarbigkeit, wie es quer läuft. Aber das zieht sich eben durch und das haben wir eben 1:1 in die Jacken übernommen. Okay, jetzt ist das aber nicht eure einzige neue Jacke. Ich habe gehört, da gibt es noch passend eine Sommervariante. Genau, also das ist jetzt eine Vollledervariante, klar. Ganz klassisch, die wir anbieten. Hier haben wir eine Variante, die noch mehr auf Sommer und Komfort ausgerichtet ist. Warum? Wieso? Genau, das haben wir fast gedacht, dass die Frage kommt. Wir haben zum einen, was man jetzt vielleicht im Bild als erstes sieht, wir haben deutlich mehr Perforation reingebracht, um Luft sozusagen zuzuführen und nicht über die Belüftung, wie wir es bei der anderen haben, sondern praktisch eine permanente Belüftung. Die zwei, also auch eine Belüftung hinten, ich drehe es nochmal eben, dass man sehen kann, dass man auch hier die Belüftung hat mit der Perforation und auch hinten im Rückenbereich, wie bei der anderen Jacke. Der große Unterschied ist allerdings, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier mit dem schon gut sehen kann, ist der große Textilanteil. Das heißt, es macht die Jacke insgesamt deutlich leichter, deutlich komfortabler im Tragekomfort und natürlich auch leichter für den Sommer und erhöht natürlich deutlich die Atmungsaktivität. Und auch wenn es keine wasserdichte Jacke ist, natürlich nicht, aber hier geht es sehr stark um Belüftung, Temperatur, Sommer und so weiter. Und auch hier haben wir bei dieser Jacke, dieser DP Progressive Hybrid Jacke, haben wir auch das Design, wenn man es nochmal drüben sieht bei den anderen Kombi, haben wir es 1:1 übernommen, mehr oder weniger 1:1. Aber eben die Ausrichtung Sommer und Komfort, weil nicht jeder möchte unbedingt die Volllederjacke haben, weil die dann natürlich schon, klar, schützt mehr, aber sitzt natürlich dann in der Regel ein bisschen enger am Körper. Wobei ich nicht sagen will, dass die weit geschnitten ist, aber durch dieses Textil ist es einfach deutlich angenehmer im Tragekomfort. Also deutlich leichter geschnitten, nichtsdestotrotz die exponierten Stellen hier, Schultern, Ellenbogen, die Arme sind nach wie vor in Leder gehalten, um eben auch die Sicherheit zu gewährleisten. Aber perforiert.
Genau, also auch hier haben wir eine Perforation, um das nochmal zu zeigen, auch am Arm. Auch natürlich mehr im Innenbereich, nicht in den Sturzbereichen. Das, aber trotzdem, auch hier läuft es nicht in die Nähte rein, sondern wir haben es extra weg von den Nähten gehalten, damit nicht eine Naht in Kombination mit der Perforation eventuell eine Schwachstelle werden könnte im Fall der Fälle. Okay, so viel zu den Lederjacken. Wir gehen weiter. Wir haben, ich glaube, das Leder hinter uns gelassen. Wir gehen jetzt weiter zu den tourenorientierten Jacken. Und was haben wir da als erstes? Hier beginne ich auch nochmal bei einem Modell aus dem Vorjahr, wobei das sich schon fast negativ anhört, wenn man sagt aus dem Vorjahr, aber ein Artikel, den wir letztes Jahr oder eigentlich vor 2 Jahren vorgestellt haben und einen Aufbau einer 3-in-1 Jacke, nämlich die Mission T. Eine 3-in-1 Jacke, die wir sozusagen umgedreht haben, mit dem Vorteil, dass ich eine CE-zertifizierte Protektorenjacke mit eng am Körper anliegenden Protektoren tragen kann und alles andere drüber gebe. Ob es Temperatur geht, also dass ich gegen Kälte geschützt werde oder gegen Regen und so weiter, die ich runternehme und sich die Passform in keinster Weise verändert, weil ich trage als erste Schicht die Protektoren und als erste Schicht eine CE-zertifizierte Jacke. Das ist der Riesenunterschied. Und damit gleich hier so ein bisschen den Nachteil aus, den Textil eigentlich mit sich bringt, so ein bisschen weiter geschnitten und so. Hier eben andersrum, weil ich eben quasi schützende Schicht ganz nah bei mir habe und dass darüber dann eben so der Wetterschutz ist. Absolut richtig, denn es ist natürlich immer es besteht die Gefahr natürlich bei einer 3-in-1, wenn ich alles was rausnehme, dass ich zu viel Platz habe und das muss ich natürlich mit sehr vielen Gurten, Bändern und so weiter regulieren. Es ist alles okay, es funktioniert, auch wir verkaufen sowas, aber wir wollen einfach den Kunden auch eine andere Alternative anbieten, der sagt, es macht sicherlich Sinn, das so zu tragen, beziehungsweise diese Schichten, die ich drüber gebe, auch einzeln zu tragen. Wie zum Beispiel eine Softshelljacke oder eine Regenjacke mit Kapuze und so weiter. Also Produkte, die ich dann abseits vom Motorrad tragen kann. Das heißt, ich kaufe mir zwar eine Motorradjacke, aber ich habe trotzdem da Freizeitfunktionen dabei. Okay. So, dann... Was hast du noch für uns? Ja, das ist, ich war jetzt noch bei der alten Jacke, um zu zeigen, dieser Aufbau der ersten Schicht mit Protektoren, dieses System oder dieses Angebot haben wir erweitert über weitere Innenjacken, die Tech Armor kennt man schon, die sitzt eben in der Mission T drin, aber es gibt dann eben verschiedene sozusagen Base Layer, die ich als erste Schicht tragen kann, die immer dann Protektoren tragen, CE-zertifiziert sind und einen Rückenprotektor und im Zweifelsfall auch einen Brustprotektor aufnehmen können, dass ich also vollkommen geschützt bin. Und diese Jacken ziehe ich dann eben unter einen, in diesem Fall, Hoodie Shell, den wir hier für Herren und für Damen anbieten. Eine Variante, ein Freizeit-Hoodie, ein Oberstoff-Laminat ist das mit zweieinhalb Lagen Laminat, ich habe mir das versprochen, mit verschweißten Nähten. Ich kann gleich die Details noch mal zeigen. Aber auf alle Fälle eine Jacke, die ich abseits vom Motorrad ohne die Protektoren-Innenjacke tragen kann. Also eine Jacke, die ich auch vollwertig quasi in der Freizeit tragen kann. Und wenn ich dann eben mit dem Motorrad unterwegs bin, dann ziehe ich die Unterjacke drunter und bin dann entsprechend auch geschützt. Richtig, genau. Also das Angebot einfach zu haben, ich kaufe mir eine Jacke fürs Motorrad, bin gut geschützt, aber auch gegen Wetter und auch wenn ich mal nicht fahre, nehme ich das Inlay sehr einfach raus und habe eine Jacke, die ich vollwertig so bei fast jedem Wetter auch abseits vom Motorrad tragen kann. Sehr cool, okay. Dann gehen wir rüber. Ja. Was macht diese Jacke besonders? Also hier haben wir jetzt die NetAge 2 Out. Ein neues Produkt für 2023 in einer der 3 oder 4 Farbstellungen, die wir hier haben. Die Besonderheit ist hier, das kann man glaube ich ganz gut erkennen, wir haben einen sehr großen Netzanteil in der Front. Das heißt, Ausrichtung ist ganz klar für den Sommer, für die wärmeren Temperaturen. Aber wir haben in der Jacke die Membrane, eine herausnehmbare Membrane, wie man es jetzt mit H2Out von Speedy eigentlich auch von anderen Jacken kennt. Aber wir haben jetzt dieses Innenleben sozusagen nochmal verändert. Das heißt, wir haben eine Membrane kombiniert mit einem Thermofutter, wie man das hier sieht. Ich hoffe, die Kamera kann das entsprechend einfangen, dass man eben nicht mehr 3 Jacken trägt, sondern das direkt miteinander kombiniert und ein hochwertiges Innenfutter hat, was einen gleichzeitig auch noch ein bisschen neben Regen auch vor Temperaturschutz, also dieses Temperaturspektrum, was ich habe, was ich abdecke, noch ein bisschen erweitern. Und das ist eben eine Neuheit, die man
hier bei der Jacke hat. Man kann sie natürlich auch noch separat zu anderen Jacken dazu kaufen, aber das ist in dieser Jacke schon integriert und das lässt sich relativ einfach mit dem Knopfsystem hier entsprechend herausnehmen. Besonderheit ist auch hierbei, wie gesagt, da geht es auch um die Funktionen, den Komfort. Zum einen natürlich, dass man weniger Innenleben hat, sozusagen in Anführungsstrichen, was es einfacher macht, an- und auszuziehen oder überhaupt die Jacke zu tragen. Und wir haben hier unten noch Strickbündchen eingesetzt, um das noch angenehmer auch zu machen. Aber dann kombiniert mit einer Daumenschlaufe, um CE-konform zu gehen, weil im Endeffekt es ist natürlich immer noch eine Motorradjacke und die muss ihre Funktion erfüllen und mich auch entsprechend schützen, trotz Komfort. Okay. Also grundsätzlich habe ich hier eine schützende Motorradjacke mit großen Mesh-Einsätzen, ideal für den Sommer, und kann eben quasi die zweite Schicht, die sowohl isolierend wirkt als auch den Regen abhält, kann ich herausnehmen. Und wir sprachen eben im Vorgang schon drüber, das geht auch relativ schnell und einfach, hat ein super geringes Packmaß und kann dementsprechend auch theoretisch während der Tour herausgenommen werden. Vollkommen richtig, genau, das Packmaß, das ist ja mal ein Thema natürlich, dass wenn ich Sachen mitnehme, was nehme ich mit, was muss ich noch zusätzlich mitnehmen und kriege ich solche Sachen relativ schnell rausgenommen und wieder reingesetzt beziehungsweise gut in meinem Gepäck verstaut, weil natürlich als Motorradfahrer muss ich natürlich entsprechend Gedanken machen, was nehme ich mit, wie viel Platz habe ich. Okay, das Front und in der Rückansicht auch, also ja, klassisch sozusagen auch mit der Tasche hier, aber wie gesagt, man sieht es auch hier ganz gut, großer Netzanteil, wirklich Ausrichtung auf Sommer, aber durch diese Membrane mit Thermoeinsatz oder Thermofutter ist man wirklich sehr, sehr gut über das ganze Jahr, fast das ganze Jahr geschützt. Okay. Wir haben Touren, wir haben Leder, jetzt geht es noch in den Freizeitbereich, beziehungsweise ihr nennt ihn in den urbanen Bereich. Was haben wir da? Also wir haben in den letzten ein, zwei Jahren einen sehr, sehr großen Zuwachs im Textil sowieso und speziell auch im urbanen Textilbereich. Das heißt, wir haben schon Hoodies, wie zum Beispiel hier den Hoodie Armor H2Out mit Thermofutter, wasserdicht, abnehmbare Kapuze und so weiter. Also ideal für die City-Tour oder die kürzere Tour, wasserdichte Taschen und so weiter ausgestattet. Und das haben wir jetzt noch weiter ausgebaut und bieten eben zum Beispiel hier noch Varianten an, etwas sportiver mit dem großen Schriftzug, etwas mehr Farbe, aber trotzdem mit Features wie zum Beispiel einer abnehmbaren Kapuze hier, Verstellmöglichkeit, der schön hochschließende Kragen, und verzichten dann eben auch auf Innenfutter sozusagen, beziehungsweise herausnehmbares Thermofutter, sondern haben hier schon hochwertiges Innenfutter fest drin verbaut. Wie ich sagte, wasserdicht mit einer Membrane und den Rücken ein bisschen länger geschnitten, dass ich also hier alle Optionen habe, um auch da sicher mit dem Motorrad bzw. mit dem Roller zu fahren. Das sind Sachen, die wir immer, je nach Variante, auch für Damen natürlich anbieten, und dann immer so ein bisschen dezent, aber trotzdem mit Farbe zu spielen, um das Ganze ein bisschen attraktiv auch für Frauen zu machen und da eben zu sagen, okay, wir gehen rot, wir haben hier jetzt eine Variante mit hellblau, um das auch mal zu testen für die Damen. Aber das sind auf alle Fälle Produkte, und die wirklich sehr, sehr starken Zuwachs bei uns haben. Und deshalb ist da wirklich diese Ausrichtung Herren, Damen, Freizeit, Urban und Roller, ist da schon ein wichtiges Thema. Ja, finde ich auch wirklich richtig gut, weil es einfach Schutzkleidung sehr einfach macht. Im Alltag, egal ob bei der Fahrt zur Schule, zur Arbeit, zu Freunden oder bei Erledigungen, diese Jacke, ja, macht einen guten Eindruck. Absolut, also es sind einfach sehr viele Komfortelemente sind einfach gegeben, und alle Jacken sind, klar, muss ich glaube ich nicht nochmal sagen, CE zertifiziert, das ist glaube ich mittlerweile Standard, und alle Jacken bieten die Möglichkeit, neben dem Ellenbogenprotektoren, die dabei sind, natürlich auch immer einen Rückenprotektor mit da reinzugeben, um voll ausgestattet zu sein. Wichtiger Punkt, okay. Und jetzt zu einem meiner Favoriten. Was haben wir hier? Ja, das ist jetzt die Genesis Lederjacke, und die haben wir, also eine Volllederjacke aus dem Büffelleder, die wir mit Elementen versehen haben, die wir eigentlich als eher aus dem Sportbereich oder von den Sportlederjacken, wie wir es vorgesehen haben, kennt. Nämlich erstmal eine gewisse Farbigkeit, weil normalerweise die urbanen Jacken sind ja eher schwarz oder dezent, wie man es jetzt hier bei der grünen sieht. Aber hier einfach eine Farbigkeit. Also es gibt eine Variante mit einem roten Reißverschluss, roten Kragen. Es gibt eine Variante mit weißem Reißverschluss und weißem Kragen abgesetzt. Das als ein Element sozusagen aus dem Sportbereich. Dann
die relativ große Markierung sozusagen, das Branding, was da drauf ist, was man eigentlich aus dem Sportbereich eher kennt, nicht aus dem Urbanen. Dann Elemente wie zum Beispiel dieses Stretch auf dem Oberarm, was man auch kennt in Leder oder Textil, plus die großen Stretch-Einsätze Textil auf dem Innenarm, was wir auch vorhin bei dem, was wir auch vorhin bei den anderen Lederjacken gesehen haben, was man kennt, um da noch mehr Komfort und so weiter zu haben. Wie ich schon sagte, Büffelleder. Und das ist eine Jacke, die wirklich sehr, sehr stark ankommt. Es gibt die auch in komplett schwarz, aber erstaunlicherweise, aber auf alle Fälle ist der Erfolg der Variante mit Rot oder mit Weiß deutlich stärker als die komplett schwarze. Also es scheint, der Kunde hat ein Stück weit verstanden, dass es hier mehr um Sportlichkeit geht als um urban, weil da haben wir natürlich andere Varianten, die komplett schwarz sind. Also das ist die Genesis in einem Büffelleder, wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt, was durch diese Features, die ich gerade benannt habe, deutlich sportiver auch geworden ist. Und warum habt ihr euch bei dieser Jacke für Büffelleder entschieden? Ist das die Optik? Oder? Es hat verschiedenste Gründe. Natürlich ist bei dem Büffelleder und die Abriebfestigkeit, es ist die Optik, es ist die Abriebfestigkeit, der Griff, das ist natürlich jetzt hier vor der Kamera schwer rüberzubringen, natürlich, auch wenn ich jetzt hier reingreife, es fühlt sich natürlich ganz anders an. Mhm. Also es sind verschiedenste Gründe, warum wir darauf zurückgegriffen haben, zwischen Look, Griff, Komfort, Tragekomfort und so weiter und der entsprechenden Stärke. Also es ist eine Mischung aus verschiedensten Dingen. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Peter, dass du uns eine Übersicht verschafft hast. Ihr wisst auch Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne positiv bewerten und gerne auch mal auf unserem Online-Shop vorbeischauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.